Ich fürchte nichts für den österreichischen Staat, solange er nur Abgeordnete hat, wie den Gerhard Hirschmann, den man jetzt dann und wann in den Landtagsausschüssen sehen kann. Um Notsituationen geht's dort beispielsweise, Europa und Klimaschutz und solchen Scheiß und Verfassung dazu, da hast seltener Ruh, weil er so geht's im Landtag halt zu. Bei so vieler Arbeit und bei so viel Stress, verständlich und sogar notwendig ist es, dass man's außer lasst, wenn's a manchen nicht passt und dort Polizei vor der Tür hast. Jetzt sind wir ganz ruhig und das Licht mach mal aus und hoffentlich gehen dann die Geschmierden nach Haus. Aber leider sie bleiben, lassen sich nicht vertreiben, mir ist schlecht, ich glaub, ich muss jetzt speien. Und gnadenlos nimmt jetzt das Schicksal seinen Lauf, weil die Polizisten schreiben das alles auf. Ja, wenn du nicht aufpasst, wenn du zu Hause lasst, ist Anzeige gleich ausgefasst. Den Kopf waschen ihm dann auch d'eigenen Leut. Bis deppert, das kann's doch nicht machen derzeit. Er tut sicher nicht mehr, sagt zumindest jetzt er, geht er zurücktreten, fehlt das sehr. Dass er so schlimm ist, tut mich ein bisschen stören. Doch was er von sich gibt, das lese ich gern. Denn das Lachen baut auf, wenn man grad ist scheiß drauf, lasst seiner Karriere nur ihren Lauf.